Hey Freunde, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zur Sternenkind-Saga. Ja, hier sind wir immer noch in den Katakomben unter dem Lazarett der Drachenhalle. Ja, wir hatten ja einige blutige Gegenstände von den, wahrscheinlich von den Verletzten, die da untergebracht waren, gefunden. Und in diesem Schrank war ein Geheimgang. Ja, jetzt planschen wir hier unten ein bisschen rum. Mensch, hier drinnen ist es ja so dunkel wie draußen. Also hier bei mir und so. Draußen. Wenn ich aus dem Fenster gucke. Stockduster. War das hier nochmal? Kann man hier tauchen? Ja. Haben wir das schon? Ich weiß es nicht mehr. Oh, nein. Nein. Wir sind noch nicht getaucht. Was ist das denn nur für ein dunkler und unheimeliger Ort? Ich würde ihn ja unheimlich nennen, aber... Das schieben wir jetzt mal beiseite. Mir scheint, wir sind in einem längst aufgegebenen älteren Gangstück oder gar einer Höhle, die den Erbauern der Drachenhalle niemals aufgefallen ist. Wir sollten uns auf jeden Fall vorsehen. Ja... Hier sieht man auch schon Skelette. Alte Schriften 1. Meiner treu. Diese Skelette tragen Rüstung und Wappenröcke, wie sie im Namen der Turinia vor annähernd 300 Jahren üblich waren. Dieser arme Tropf hier hat sich am Schädel verletzt und das Genick ist gebrochen. Wahrscheinlich ist er tief gestürzt und hier im seichten Wasser aufgeschlagen. Ja, Sherlock. Kann gut sein, ne? Was haben wir hier? Meiner treu. Blablabla. Und trotzdem beunruhigt mich eine Tatsache. Dieser Kerl hier liegt im Grunde mit dem Gesicht in eine andere Richtung, wie seine Kameraden. Es scheint fast, als hätte sich dieser Kerl hier nicht in die Höhle tiefer hinein, sondern eher hinausgeschleppt. Als kehre er aus dem dunklen Gang dort vorne zurück, um bei diesem Teich zu sterben. Meiner treu, meiner treu, meiner treu. Habe ich aber zu viel gedrückt oder? Puh, ich habe gedacht, ich hatte schon die Befürchtung, es wäre wieder ein Bug. Meine Fresse. Da vorne steht, sieht die Wand sehr brüchig aus. Da sollte es genügend Felsvorsprünge zum Hochklettern geben. Ja, und gestern kam... Also wenn ihr diese Folge seht oder... Jedenfalls an dem Tage, an dem diese Folge hier... erscheint, gab es keine Folge, weil ich einfach nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Kommt auch mal vor. Bitte nimm's mir nicht übel. Ich mach das ja nur zum Hobby. Psst. Hört ihr das? Es klingt wie das leise Riesen von kleinen Steinchen oder das Getrappel kleiner Füße. Uah. Das Getrappel kleiner Füße, das erinnert mich wieder an diese fette Spinne im Wald. Die uns in ihrem Netz gefangen hatte. Aka Buck. Dieses Loch in der Wand scheint bis nach oben hinaufzuführen. Hinaufklettern? Ja, wo kommt man denn da raus? Ah, da hüpft er da raus. Wunderbar. Na, Getrappel kleiner Füße. Ach, hier waren wir schon. Bin allein, scheißegal, la 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 la. Getraube kleine Füße, nochmal kleine Füße. Ach ja, hier könnten wir auch noch durch. Kleine Füße. Aber ich gehe mal davon aus, dass das, dass der Gang da, also da, wo wir tauchen können, optional ist, weil man das ja sowieso erst lernen muss. Hätte man das nicht gelernt, dann würde man hier auch nicht hinkommen. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. So viel Optionales mitnehmen, wie geht. Und natürlich Jahre in diesem Spiel zu verbringen. Auch wenn ich das sehr schön finde. So, was haben wir denn hier? Sieht fast aus wie ein Wurfstern, was da dran klebt. Was bei allen Göttern und der heiligen Mutter Turinia ist das? Ihr Ewigen, es sind die mumifizierten Reste eines kleinen Kindes. Ach so, das ist ein Schädel. Okay.
von einem Kind. Gruselig. Eingeschlagen in eine dreckige, verstaubte Decke. Ah, verdammt. Ich mag sowas nicht. Kleine Kinder sollten nicht tot sein, sondern lachen und spielen. Das war wieder ein typischer Gorath. Lass uns das kleine Ding mit nach oben nehmen und dort im hellen Sonnenschein begraben. Bist du von Sinnen, Gorath? Den Lauf der Geschichte mag niemand ändern können und Leid bleibt auch im Tode Leid. Ich bin dagegen, derlei grausigen Fund in unsere Verantwortung zu übernehmen. Merkt ihr denn nicht, wie die Wände unheilvoll murmeln, seit wir hier sind? Ich bin mir recht ungewiss, was meinst du, Haki? Mitnehmen, liegen lassen. Aha. Also, mal ganz ehrlich, Freunde. Nicht, dass er schon makaber genug wäre, ist, dass da eine mumifizierte Kinderleiche liegt. Jetzt haben wir auch noch die Wahl, ob wir die mitnehmen? Also Grabschänden oder so? Oder liegen lassen? Ich bin ganz ehrlich mit mir so ein bisschen am Ring. Aber eigentlich können wir auch sagen, wir nehmen es mit, weil wir haben ja sowieso schon genug Gräber geschändet, ne? Also können wir auch noch das eine schänden hier. Wir nehmen es mit. Was soll schon passieren? Ja. Was soll schon passieren? Ah, diese Eiseskälte. Feinwulfs Geist. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Welch Treiben ficht euch Sterbliche an, den Prinzen zu besuchen? Der Prinz, die junge Hoffnung, da liegt nun zerschmettert am Boden, erfroren, verhungert und alleine, in Einsamkeit verlassen. Welch grausam Meer man sich erzählt von diesem Orte hier. Bittere Tränen klage ich euch, Sterbliche. Ich entschuldige mich im Namen meiner Kampfgefährten, die mir gefolgt sind in dieses Gewölbe, für unser Eindringen. Doch bitte ich dich im Namen der guten Herren Torinia mir zu erzählen, was hier vorgefallen ist. Viel grausame Zeit ist in das Land gezogen und verflucht für unsere Feigheit wir sind, auf das keiner von uns jemals mehr das Licht der Torinia blicke, gerecht wir hier unten darben und siechen. Es war im Jahre einer großen Flut, als meine beiden Brüder und ich jene heilige Queste überantwortet bekommen haben, diesen Prinzen, der noch recht jung an Jahren ward, aus Nordtelonia mit unserem Leben zu schützen, so dass er in einigen Jahren, wenn aus dem Kleinkind ein stattlicher Mann geworden ward, ein Band der Freundschaft zwischen unseren Reichen als Zeichen der Gemeinsamkeit zu überreichen. Doch als der Spuk im Lazarett übermächtig wurde und die Priester der Torinia sich gezwungen sahen, all jene aus dem heiligen Hallen zu schicken, da trugen wir den jungen Prinzen aus dem Berg in den neuen Anbau der Drachenhalle. Doch wehe! Eine große Spinne, reich an gierigem Hunger nach Fleisch, lauerte uns auf und fiel uns an. Und in Schmach und Schande sind wir geflohen. Feige waren wir und verdammenswert in unserer Furcht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Götter unsere Schritte fehlführten und uns in diese Spalte stürzen ließen. Und nun, da unsere Schande nie reingewaschen wurde, sind wir zum unheiligen Leben fernab Paminia verflucht. Aber das darf nicht sein. Wir müssen dem Kind da helfen. Was, ihr Geister früherer Zeiten, können wir tun? Tapfer eure Gedanken und selbstlos euer Tun. Doch Rettung kann uns nur das heilige Band der Freundschaft versprechen. Jenes Band, das verschollen seit der Flucht aus dem Lazarett. Es mag sein, dass dieses dort noch liegt.
Oder dass Arions nagender Zahn der Zeit es auch schon zerstört hat. Und so hegen wir keine Hoffnung mehr. Glauben nicht mehr an Erlösung. Denn Dunkel zieht das Böse an und da Thorinjas Gnaden nunmehr hier nicht scheint, ist eine Macht in diese Hallen gekommen, welche selbst uns Toten schaudern lässt. Im alten Lazarett lebt nun etwas Dunkles, Verdorbenes und wartet. Wartet. Wow. Okay. Es lauert im Dunkeln und wartet. Wir können hier nichts für diese armen Seelen tun, solange wir nicht dieses Band gefunden haben, von dem diese Gestalt gesprochen hat. Ja. Er hat ja gesagt, es ist wahrscheinlich noch im Lazarett. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal wieder zurück und es holen. Oh, er hat wieder von einer riesigen Spinne gesprochen. Ich hasse Spinnen. Ich mag die Viecher nicht. Bla 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 bla. Hatten wir schon. Aber versuchen zurückzugehen oder hier weiter? Ja, gehen wir mal hier weiter. Ja, Entschuldigung. Es ist dunkel. Was? Wieder eine Leiche. Ja, Götter, das sind die vermonerten und skelettierten Überreste eines Kindes. Ah, schon wieder ein Kind. Verfluchter Orkendreck. Wer kann denn einem kleinen Kind sowas antun? Nicht so laut, Bärenringer. Brüll nicht so herum. Was auch immer es war, ich gemahne zur Vorsicht. Es kann unter Umständen sogar noch hier unten sein. Unter Umständen? Ach, ganz bestimmt. Oh boy. Ah, hier geht's weiter. Dieser Geruch, es riecht so nach dunkler Kälte und dem faulen Zahn des zeitlosen Arion. Was sagst du, Gorath? Diese Wände scheinen mir nicht unbedingt stabil. Die Zeit hat ihn nicht gerade gut mitgespielt. Doch noch mehr verwundert es mich, dass... Was beunruhigt dich denn so? Dein Gesicht erscheint mir ganz blass. Nun ja, ich habe noch nie massives Felsgestein faulen sehen. Also regelrechtes Zerfallen durch Verfaulen. Das ist nicht gerade gewöhnlich, würde ich sagen. Nein, wirklich. Noch so ein Sherlock Holmes hier in der Truppe. Irgendwie ist mir die ganze Sache nicht geheuer hier unten. Psst, Vorsicht nun da vorne. Bewegt sich ein Schatten. Was zur... Wo ist es hin? Ich habe keine Ahnung, aber wir sollten uns vorsehen. Welcome to Paranormal Activity. Gütige Thorinja, seht euch das an, Freunde. Diese Betten, die Inschriften an den Bettkästen. Ich werde verrückt. Ein Lazarett der Thorinja-Kirche, inmitten des Ravendiakol. Ja, ungenutzt und verschollen, vergessen seit über 500 Jahren. Es sollte noch doch herauszufinden sein, warum dieses Lazarett aufgegeben wurde. Ja, gucken wir uns mal hier um. Auch hier finden sich nur die Gebrauchsgegenstände jener, die hier vor 500 Jahren gelebt haben. Doch wartet, was ist das denn? Ein Langdolch, der vollkommen ungerostet ist? Das ist mit Sicherheit keine normale Waffe. Magisches Dolchpaar, yes! Eventuell neue Waffen für Arson. Es ist ja ein Dolchpaar, also sind zwei. Hehe. Auch dieser Schrank ist vollkommen leer. Hier in einigen Schubladen findet sich ein seltsam duftender Staub. Jedoch kann ich mir weder diesen seltsamen Duft erklären, noch feststellen, welche Art von Pflanzen dieser Staub früher einmal war. Okay, okay, okay. An den Betten kann man nichts machen. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Das Skelett gucken wir uns gleich an. Diese Schränke sind ungleich schmuckvoller und feiner verziert als die Schränke in den anderen Räumen.
Ich kann nur vermuten, dass es sich um die Räumlichkeiten einer höher gestellten Persönlichkeit handelt. Hm, die Schränke hier sind verschlossen und ziemlich massiv. Ich denke nicht, dass ich diese ohne weiteres öffnen kann. Und kurz und klein schlagen will ich ihn nicht, das würde wohl zu viel Lärm machen. Hm, ich bezweifle, dass meine bescheidenen Fähigkeiten ausreichen, dieses Schloss zu knacken. Mein Gott, ich bin immer kurz vorm Gehen. Nee, was ist denn los hier? Hm, das ist seltsam. Ein Beutel mit Wertgegenständen. Was kann das bedeuten? Vielleicht wurden sie vergessen? Vielleicht musste eine Evakuierung oder eine Flucht sehr rasch erfolgen? Vielleicht wurden sie auch mit einem Schrecken konfrontiert, der so schrecklich war, dass Gold und Edelsteine im Angesicht des nahen Schreckens bedeutungslos wurden? Ungeschliffenes Sonnenauge, unmittelbar. Saphir, Rubin. 457 Gold! Nicht mehr und nicht weniger! Das war genau abgezählt. In dieser Kiste befinden sich zahlreiche, jedoch leere Kartoffelsäcke. Wären diese Säcke gefüllt, dann wären dies mit Sicherheit genug Lebensmittel, um mit mehreren Personen hier unten lange ausharren zu können. Ja, mit Sicherheit. Oder sie wären verfolgt. Leere Kartoffelsäcke, bla bla bla. Hallo Skelett. Ihr Götter, dieser Leichnam trägt die Kleidung einer Turinia-Geweihten. Nicht ganz, Svenja. Denn ich weiß mehr als du. Ich bin der allwissende Haki. Und diese Kleidung ist mehr die Ordenstracht der Sonnenlegion. Eines treuen Turinia-Ordens, der allerdings das letzte Mal vor 500 Jahren aktiv in Erscheinung getreten ist und dann anschließend auf mysteriöse Art und Weise aus den Annalen der Geschichtsbücher entschwunden ist. Niemand weiß heute, was aus diesem Orden geworden ist. Hm. Diese verstaubten und knöchernen Finger dieser armen Frau umklammern eine Art Buch. Ich will mal einen kleinen Blick riskieren. Es handelt sich allem Anschein nach um eine Art Tagebuch der Geweihten. Na, lesen wir es mal. Vor 5 Tagen haben die orkischen Streitkräfte den Mondflügel genommen und ein grausames Gemetzel unter den wenigen Verteidigern angerichtet. Die braven Brüder des Drachen fochten mit dem Mut der Verzweiflung und es ist mit Sicherheit ihrem tapferen und selbstlosen Einsatz zu verdanken, dass wir den größten Teil des Sonnenlazaretts in die unterirdischen Kavernen evakuieren konnten. Und doch blutet mein Herz bei dem Gedanken, unter welchen Umständen wir hier unten die zahlreichen Verletzten und Verschwundenen umsorgen mussten, denn die Waffen der Orken schlagen grausige Wunden und nicht selten sind ihre Klingen verrostet oder mit Gift versetzt. Die Lage wirkt auf viele, die sich mit dem Mut der Verzweiflung hier zu uns durchgeschlagen haben, recht hoffnungslos. Doch die Priester des Drachen richten die Verwundeten auf und spenden den Zaubernden mit patriotischem Reden Trost. Um mich abzulenken, da das Warten auf den baldigen Tod sehr zermürbend auf mich wirkt, habe ich eine Zählung der hier Anwesenden durchgeführt. Seltsamerweise gerate ich jedes Mal wieder ins Stocken, denn eine Ungereimtheit nach der anderen offenbart sich mir und jedes Mal, wenn ich die Anwesenden neu zu zählen versuche, werden es weniger. Mir scheint es fast so, als würde der kalte, dunkle Stein die braven Bürger verschlucken. Nun erzählt die Geweihte eine Zeit lang von den Entbehrungen und der Angst, die sich hier unten breit gemacht hatte, nachdem sie ihre Bedenken mit der Eingeschlossenen mitgeteilt hatte. Einige Tage später wird es weiter mysteriös. Ich kann es mir nicht erklären, aber in der heutigen Nacht sind nicht nur 3 weitere Flüchtlinge spurlos verschwunden. Wir haben auch eine einzelne Person Zuwachs bekommen. Ein kleiner Junge, dreckig und allem Anschein nach ohne Eltern. Stolperte mit wirrem Blick in unser Lager. Sein Name ist Thomas.
Der Name und der Junge scheinen offensichtlich nicht karadonischer Herkunft zu sein. Vielleicht ist er ein Junge aus Zelonia. Haben wir doch vor wenigen Monaten das als Friedgeisel den kleinen Prinzen im Welpenalter zu uns genommen, um ihm das Leben in Caradon zu lehren. Der kleine Thomas spricht nicht viel. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass der kleine Junge über eine recht seltsame Art zu kommunizieren scheint. Was steht da? Flink huschen oder so. Ich kann das nie lesen. Ah, doch. Flink huschen seine Augen umher. So, jetzt macht's Sinn. Doch blickt man ihn an, dann setzt er die Narrenmaske auf und glotzt tumbo umher. Wenn ich ihn beobachte, dann kriecht er mehr auf allen Vieren, denn auf zwei Beinen über den Stein. Und fast erscheint es mir, als würde er lauschen, was der Fels mir erzählen würde. Der alte Raborg erzählte mir, dass Thomas nach unseren Verschwundenen suchen würde, die vom Fels gefressen wurden. Doch ich brauche keine weiteren Schauermärchen mehr. Jagt mir doch dieses Gemäuer schon genug Sorgen und Schrecken ein. Thomas scheint zu ahnen, dass ich ihn beobachte, denn er meidet mich wie ein Ork die Seife und zieht sich mehr und mehr in dunkle Ecken zurück. Könnten wir doch endlich wieder hinaus an die frische Luft. Es vergehen weitere Tage. Die Geweihte schildert immer ängstlicher und das Verschwinden weiterer Männer und Frauen ohne jede Spur. Dieser Eintrag hier scheint mir in ziemlicher Aufregung verfasst worden zu sein. Oh, Freunde, jetzt kommt's. Ihr Götter, es ist Thomas. Gestern fanden wir den kleinen Dämonenbalg schlafend vor und mein armes Mutterherz regte sich vor Mitleid, als ich ihm so zerzaust da liegen sah. Oh, ein Dämonenbalg. Schnell eilte ich zu ihm, um ihm die Decke überzuziehen. Doch da stockte mein Herz. Der Hals des kleinen Thomas war voll von... Von was? Anusetten? Amuletten. Ah, okay. Amuletten, Schmuckstücken und Ketten, die einst unseren Leuten gehört haben mussten. Während ich diese Zeilen schreibe, beginnen wir den waghalsigen Aufbruch nach oben. Denn selbst die tapfere Sonnenlegion, welche es sich zur Aufgabe erkoren hatte, den jungen telonischen Prinzen zu schützen, fürchtet sich vor diesem kleinen Kind, das beim Versuch, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, einen Mann den Arm fast abriss und dann in die Dunkelheit der Felsen entschwand. Es kann nicht lange dauern, bis er uns im Schutze des schwindenden Kerzenscheins wieder angreift. Schon sind die Ersten in heller Panik nach oben geflohen. Der letzte Teil ist nun sehr schwer zu entziffern, da die Schrift mehr als nur krakelig ist. Augenblick bitte. Möge Thorinja ihre Seelen strafen. Diese feigen und treulosen Hunde, welche wir in milder Güte aufgenommen und vor den Orks schützten, haben auf ihrer Flucht die Eingänge zerstört und den Felsen einstürzen lassen. Wir sind gefangen, verloren und eingesperrt in diesem feuchten Grab, umschlossen von Felsen und werden gejagt von einer Kreatur, die in Gestalt eines kleinen Kindes die Hallen durchstreift. Doch ihr Verrat wiegt noch schwerer, denn diese Katakomben haben arg an Stabilität verloren. Als die Verschallungen zum Einsturz gebracht wurden, die Sonnenlegionäre sind mit dem jungen Prinzen durch den Boden gebrochen und mit großer Sicherheit zu Tode gekommen. Ich habe mich mit einigen wenigen Getreuen hier zurückgezogen und in Verzweiflung vereint betrachten wir das erlischende Licht unserer Kerzen. Und ich höre Thomas,
im Schutze der Dunkelheit schon kichern. Hier endet das Buch. Gütige Torinja, so ist es also offensichtlich, dass sich etwas hier unten verbirgt. Ja, und diese beschissene Kreatur ist der Grund für das Verschwinden der Leute aus dem Lazarett. Oder habt ihr irgendwo eingestürzte Felsen gesehen? Nein, aber worauf willst du hinaus? Ja, worauf wohl? Orkdreck, bin ich wirklich der Einzige, dem es orkisch vorkommt? Dass die angeblich zum Einschuss gebrachten Gänge wieder frei sind und Leute aus dem Lazarett verschwinden? Gorath hat recht. Hier unten sind wir nicht allein. Gut kombiniert, Bärenringer. Die Andeutung des stolzen Grinsens huschte über das Gesicht Goraths, als Arson ihn ob seiner Verfassung der Geschehnisse lobte. Doch schnell ebbte sich das Gefühl wieder ab. Der Ort war einfach zu schauerlich. Oh ja. Da hat der gute Haki recht. Vorsicht, dieser Raum wurde mit allem Anschein nach arg in Mitleidenschaft gezogen. Passt auf, wohin ihr eure Schritte lenkt. Okay, das heißt dann wohl... Reisetruhe! Ach, die hatten wir noch nie angeguckt. Gut, dann machen wir das eben jetzt. In der Reisetruhe werden wichtige Gegenstände aus dem Handwerk und den Aufgaben angezeigt, welche die Gruppe im Laufe ihres Abenteuers findet und ansammelt. Ja, ist doch ganz nett, ne? Kann man aber nicht benutzen, scheinbar. Ah, man kann sich die aber angucken. Kaylas Wachpläne, die wir irgendwann mal bekommen haben. Wichtige Dokumente, welche so schnell wie möglich in den Nordwestturm gelangen müssen. Ja, es waren, glaube ich, Quest-Items. Ich wollte eigentlich speichern. So, Freunde. Und an dieser Stelle werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und... vielleicht werden wir auf Thomas treffen, der in diesen Katakomben scheinbar immer noch weiter mordet. Bis dahin. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Ciao.